Die Regionalmesse in Friedburg. Auf dem Schulgelände zeigen verschiedene Aussteller ihre Produkte und regionale Künstler ihre Kunstwerke. Wir haben ein spannendes Interview mit dem Maler Pointinger vom Riesenmuseum für Sie. Außerdem gibt es Interviews mit weiteren Ausstellern, eine Hüpfburg und Spiele für Kinder mit der Feuerwehr. Ja, mein Name ist Günther Pointinger. Ich beschäftige mich mit der Malerei eigentlich schon von Kindheit her. Und in der Schule war ich recht positiv gestimmt, habe auch gute Förderer gehabt. Unter anderem in der Volksschule in der ersten Klasse schon einen Lehrer, der selber gemalt hat. Und das hat mich natürlich total inspiriert. In weiterer Folge gab es dann einmal die Familienphase, wo ich weniger dazugekommen bin. Aber dann, 1993, habe ich mal einen Zeichenkurs besucht in Stadtwalchen und diese Dame konnte auch aquarellieren. Und wir haben dann eine Gruppe gebildet, den sogenannten Irsdorf-Kreis, in dem wir jede Woche am Donnerstag haben wir gemeinsames Treffen gehabt, malen und so weiter. Und seit 1993 betreibe ich das eigentlich intensiv. Das Besondere an der Ringana Kosmetik ist die Frische. Das heißt, jedes Produkt wird frisch produziert, einfach aus dem Grund, weil es frei ist von Chemie, also frei von Chemikalien, frei von Konservierungsstoffen, keine Duftstoffe, keine Farbstoffe oder sonstige zusätzliche Aromen. Das Ganze schaut so aus, das heißt, wenn du was bei Ringana bestellst, wird das Produkt frisch produziert für dich und kommt dann mit der Post zu dir heim. Jedes Produkt, was du kriegst, ist maximal 14 Tage alt. Und das ist einfach der USP, das heißt das Besondere, was Ringana eben ausmacht, dass die Produkte frisch sind. Mein Name ist Johann Sammerer. Ich komme aus Neumarkt und schaue mir hier in Friedburg die Gewerbeausstellung an. Sehr interessant. Immer wieder eine Freude, wenn es Gewerbetreibende gibt, die ausstellen, die sie präsentieren und die zeigen, was so in einem Ort vor sich geht. Ich bin Johann Czertitz. Ich bin Masseur in Friedburg seit gut 26 Jahren, massieren seit über 36 Jahren. Wir haben jetzt gerade vorher also einen Kinesiotape angelegt, um das Knie ein bisschen zu entlasten. Die Dame hat Schmerzen, war jetzt beim Arzt zum Spitzen. Und ja, wir schauen einfach, dass man von mehreren Seiten ein bisschen was macht, um das zu verbessern. Ich bin Renate Czertitz, ich habe Praxis, Massagepraxis in Friedburg, seit 2008 im Gewerbe. Und wie man im Hintergrund sieht, verschiedene Massagetherapien, wie die Klangschale oder Lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage, Bindegewebsmassage und so weiter. Natürlich die klassische bis zur Akupunktmassage. Das, was man jetzt da gesehen hat bei der Dame, was war das? Das war eine klassische Massage, am Nacken. Okay. Und ein bisschen den Rücken ausstreichen. Natürlich macht man das dann im Liegen und kann die Strukturen viel besser aus herausarbeiten. Mhm. Wir sind Masseure, also ich bin Masseurin, Heilmasseurin, keine Energetikerin, die am Körper arbeitet und auch ordentlich arbeitet. Mhm. Also es ist keine Wohlfühlmassage, aber es ist eine gute Massage, die dann einfach die Regenerationsfähigkeit des Körpers anregt. Grüß euch, wir sind die Familie Bruckmüller aus Flörlblein, der Gemeinde Lenger. Haben einen Bauernhof mit Milchkühe, Obst und Beeren. Und alles, was wir am Hof so ernten, verarbeiten wir zu Produkten, Marmelade, Likör, Schnaps. Und ab Juli gibt es frische Heidelbeeren, Kulturheidelbeeren, ab uns und Hofladen.
ich bin der Tobias. Ich bin der David. Ich bin die Helena. Und wir erklären euch heute, was wir da bei der Kulinarik-Messe machen. Wir haben einmal da drüben haben wir Spritzen, was wir auch beim Bewerb füttern. Da musst du pumpen und der Spritzer mal halt schauen, dass er bei der Spritzwand den Behälter voll macht, dass er dann halt weiterlaufen kann. Ja, da drüben haben wir eine Flaschenspritze. Da haben wir mit dem C-Schlauch und mit dem C-Strahl drauf Flaschenspritzen und das Wasser holen wir vom Bach auf. Also, wir haben die Schuhe Holzbau. Wir machen von Planung bis Ausführung, PV, Dache, alles drum und dran. Also alles aus einer Hand. Tischlerei, Befaulung, alles aus einer Hand. Hallo, ich bin der Thomas Fuckenberger vom Autohaus Fuckenberger in Friedburg. Wir sind aktuell in der Gewerbemesse in Friedburg bei der Schule. Ist heute der erste Tag, es läuft schon sehr gut an. Wir haben heuer unsere Fahrzeuge ausgestellt von Peugeot, Kia und neu auch von BMW. Die Nachfrage ist eigentlich sehr gut. Wir haben auch schon den einen oder anderen Interessenten gehabt und auch schon Folgetermine vereinbart. Das heißt also, die Messe für uns ist eigentlich wirklich ein voller Erfolg und so wie es bei den anderen ausschaut, ist das eigentlich auch schon sehr gut im Anlauf. Also wer zu uns kommt, kriegt einfach alles, was er haben will, beziehungsweise kann alles mal ausprobieren und wird er gut beraten. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Barbara Fichtenbauer. Danke. Danke, Michi. Danke. Ja, die erste Nummer ist so erwartungsgemäß, aber ein bisschen eine Soundcheck-Nummer, gell? Schauen wir mal. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Dark secret night, and I think to you myself.